Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin. Und in der letzten Ausgabe habe ich versucht, hier rechts meine Lula zu verkuppeln mit hier links Holiday. Ich habe aggressiv geflirtet, aber ich bin natürlich noch relativ früh im Spiel. Ich weiß nicht, wie es läuft, aber Körpersprache sieht sehr gut aus. Mehr Auswahl, Romantik. Guck mal, gestehen, sich angezogen zu fühlen. Ich bin gespannt. Da, 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 da. Na, kommt schon, ihr zwei. Baseball? Du willst über Baseball sprechen? Aha, plus, plus. Lieb, lieb. Bett, Bett. Schlafen? Lama? Was heißt ihr lieb, lieb? Kann man sie nicht bitten, auch flirten? Nochmal? Nein? Geht nicht mehr. Zu spät. Ah, sie steht wieder auf. Ja, kann ich denn nicht irgendwie Anmachspruch? Ein Kuss hauchen? Wie wär's mit einem Kuss hauchen? Aha. Das läuft doch gar nicht schlecht. Flirten wir mal noch ein bisschen? Schauen wir mal. Ich meine, es ist schon relativ spät, aber hey. Ihr wisst ja, wie es ist. Ah, Bergaba. Uff, Ulak Zerf. Zambas. Einladen, über Nacht zu bleiben. Darauf habe ich gewartet. So, dann kann sie auch ins Bett gehen, die Lula. Kokett, Rose, Nummer. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Bett, Bett. Oh, beide wollen ins Bett. Wollen sie auch ins selbe Bett? Nein! Wo gehst du hin? Was tust du? Oh Gott, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt habe ich hier die Holiday im Nebenzimmer. Und die Lula hier. Das ist nicht cool. Okay, hilft ja nichts. Hilft nichts. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie in einer der kommenden Episoden das hinbekommen, die Lula zu verkuppeln. So, ha. So, auf jeden Fall ist alles wieder wie immer. Machen wir erstmal hier und dann machen wir hier und dann machen wir das da. Heute mal eine erfrischende Dusche. Warum nicht? Am frühen Morgen. Sie pennt noch. Alles gut. So. Genau, erstmal Zähne putzen. So, die Holiday ist jetzt natürlich verschwunden, ne? Ah, ne, wa! Die ist ja noch da. So, jetzt könnte man sich erstmal einen Kaffee machen. Zeit genug müsste ich ja eigentlich noch haben. Sie kocht schon, das finde ich ja total toll. Wie wär's denn so am frühen Morgen? Ersten Kuss erleben. Mehr Auswahl, Romantik. Knuddeln. Knuddeln finde ich gut. Knuddeln finde ich sehr gut. Erstmal einen Kaffee und dann knuddeln. Gut, vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge. Erst knuddeln. Oh mein Gott. Holiday. Oh je. Oh mein Gott. Löschen. Lösch dich, lösch. Lösch doch bitte. Shit, jetzt kommen wir jetzt natürlich voll gelegen. Jetzt wollte ich hier. So ein Dreck. Jetzt habe ich doch gar keine Zeit mehr. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie hin? Sie duscht.
Hä, wieso hat sie jetzt plötzlich schwarze Haare? Ach so, weil sie ist verkohlt. Verstehe. Ja, Hunger hat sie wie verrückt. Fortsetzen kann ich das nicht. Ja gut, dann muss eben meine Lula erstmal einen Kaffee trinken. Der Morgen verlief jetzt nicht wie geplant, gebe ich offen zu, dass jetzt meine Freundin sich hier entzünden würde. Damit hatte ich nicht gerechnet. Lula aber auch nicht. Ich versuche immer wieder mal so ein Bildchen einzufangen für einen Screenshot. Man weiß ja nie, wofür man es brauchen kann. Hier. Genau, erstmal die hohle Hand trinken. So, jetzt ist wieder vorbei, es ist 9 Uhr, ab zur Arbeit. Wie mache ich das? Plaudern mit? Nee. Nee. Ich habe gedacht, sie geht automatisch zur Arbeit. Macht sie auch. Zack. Abmarsch. So, jetzt ist es halt so, sie hier kann ich nicht steuern. Oder? Nee, das ist Lula. Und sie geht jetzt natürlich, klar, was will sie auch sonst hier machen? Meine Güte, jetzt ist die Holiday einfach so gegangen. Also, was wir auf jeden Fall mal machen können, ist den Teller aufräumen, sobald ich wieder die Kontrolle habe. Ah, hier. Nee, ich will nicht sitzen. Angespannt. Was hat sie denn? Befördert. Bekleidungsarbeit. Sie verdient jetzt 7 Dollar mehr die Stunde. 35 Dollar pro Stunde. Das ist super. Aufräumen. Oh Gott, die Arme, die ist ja total fertig. Alex Moyer möchte vorbeikommen. Ja, komm vorbei. Die Alex... Aufräumen. Leeren. Aufräumen. Müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen hier. Wie bei den Hottentotten hier. Oh, meine Dusche ist, glaube ich, kaputt. Kann das sein? Die ersetzen wir einfach. So. Dann könnte man hier das auch mal verbessern. Spaß, aber sie hat keinen Spaß. Sie hat doch keinen Spaß, Mensch. Die ist so fertig heute. Die Lula, die ist sowas von am Sack. Aber jetzt ist sie gleich ausgeruht. Und dann kümmern wir uns um alles Weitere. So, als erstes soll sie mal ein bisschen aufräumen. Das ist schon okay. Das muss halt auch mal sein. Und dann könnte sie ja mal ein bisschen hier Spaß haben. Quatschen. So, Zuspruch geben finde ich auch mal ganz wichtig. Und nach Tag fragen. Und Kompliment über Outfit machen. Und vielleicht auch ganz kurz auf Toilette wäre auch gut. Verwenden. So. Und jetzt ein bisschen Spaß, zum Beispiel mit Fernsehen. Oh, Hunger hat sie übrigens auch. Verdammte Scheiße. Der Abend ist immer viel zu kurz für alles. Oh Gott, mein Herd ist auch kaputt. Aber jetzt geht er wieder. Mal kurz so einen Grillkäse. Oh, Level 7 der Kochfähigkeit. Ach, das ist ja unfassbar, wie meine Lula sich hier verbessert. Das ist unglaublich. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Super. Ja, jetzt vielleicht noch ein bisschen Spaß. Und dann ein bisschen schlafen. Das kann jetzt meine Lula auch selbst machen. Da braucht sie mich nicht.
So, hier haben wir schon Spaß, jede Menge Spaß. Oh mein Gott, so viel Spaß. Hatte Luda schon lange nicht mehr. Energie geladen. Ja, das ist schön. Aber ich glaube, es wäre jetzt Zeit für dich, schlafen zu gehen. Schlafen. So. Schauen wir mal, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Funktioniert. Einwandfrei. Leute, ich würde sagen, die Nacht lasse ich vergehen. Und dann stürzen wir uns am Mittwoch pünktlich um 9. Um 9 muss ich zur Arbeit, ne? Um 9 stürzen wir uns in die Arbeit. Ich mache an dieser Stelle einen Cut und in der nächsten Ausgabe schauen wir dann, wie es mir damit ergeht. Als erstes wird hier wie immer geduscht, geputzt und überhaupt alles gemacht, was notwendig ist, damit es hier besser wird. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. In diesem Sinne, mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten. Ich freue mich. Ciao.